Ich weiß nicht, ob das jetzt auch noch gleich erklärt wird mit dem Fokussieren. Schwerer Angriff mit RT. Machen wir auch mal. Und ihr seht ja, links oben haben wir eine Anzeige. Die rote ist unser Leben. Ja, linker Stick, B halten, Sprint. Okay. Oben ist unser Leben, die rote Anzeige, darunter ist unsere Ausdauer. Wenn wir jetzt zum Beispiel rennen und so, seht ihr, unsere Ausdauer sinkt langsam. Und wenn wir wieder anhalten, geht sie wieder hoch. Dann als nächstes, ja, S drücken für Zielfixierung, genau. Das habe ich schon erklärt. Also, so können wir den Gegner markieren oder fokussieren und dann schön locker angreifen. In manchen Situationen kann das echt hilfreich sein, in anderen ziemlich nervig, wenn man den falschen Gegner anvisiert hat aus Versehen, dann ja. Werden sicherlich dann noch das Vergnügen mit haben. Gut. Ansonsten haben wir erstmal nicht weiter. Hier ist eine Leiter, da gehen wir mal hoch. Zu der Zahl oben werde ich dann später noch was sagen, falls ihr euch fragt, was die 0 da bedeuten soll. Unten rechts ist eine 60. Das ist unsere Seelenanzahl. Was es mit den Seelen auf sich hat, werde ich, denke ich, auch erst später erklären. Vielleicht, ich weiß gar nicht, wird das vom Spiel selber erklärt? Ich glaube schon, ja. Aber erst nach und nach. Am Leuchtfeuer rasten und da können wir regenerieren, genau. Das ist das sogenannte Leuchtfeuer. Das ist eigentlich das, der Dreh- und Angelpunkt, oder wie könnte man sagen, das Objekt des Verlangens, würde ich sagen. Denn hier kann man zum einen sich heilen und zum anderen speichern. So, das Leuchtfeuer wurde entzündet, dann kann man am Leuchtfeuer rasten. Hätte man jetzt wenig Leben, würde das wieder aufgefüllt werden. Ja, unser Zeit können wir hier nicht weitermachen, außer verlassen. Da kommt später auch noch viel dazu. Gut, als nächstes, da ist ein Riesentor. Gucken wir doch einfach mal, was sich dahinter versteckt. Vielleicht bekommt ihr es mit, hier sind irgendwie Schritte oder sowas. Oh shit, und das ist der erste Boss, der Asyl-Dämon, Asyl-Dämon, keine Ahnung, was man da so sagt. So, den ignorieren wir erstmal, denn mit dem wollen wir erstmal nicht fighten, jedenfalls jetzt noch nicht. Deswegen verpissen wir uns einfach mal. Seer, Nerd, kann Englisch da durchschlagen, ich hoffe mal nicht. Gut. Ach, hier ist. Alter Schwede, am Anfang wird man ja zur Genüge mit Leuchtfeuern ausgestattet. Später ist das echt Mangelware. Und wenn ich Mangelware sage, dann meine ich Mangelware. Das Spiel ist nämlich nicht unbedingt nett. Das dürfte einigen schon bekannt sein. Und die, die das Spiel noch nicht kennen, ja, freut euch schon mal auf ein ziemlich nettes Spiel. Ja, das wird schön. Das wird richtig schön. Mal gucken, wie lange ich dafür brauche. So, hier ist eine Leiche, die können wir plündern. Da findet man ein Dreiecksschild. Je nachdem, mit welcher Klasse wir anfangen, finden wir auch anderes Equip, das halt zu unserer Klasse passt. Jedenfalls am Anfang ist das so. Ich habe noch einen Pyromanen mir gemacht und so das andere ein Dieb. Oder hatte ich den Dieb gelassen? Auf jeden Fall habe ich einen Pyromanen noch. Oder Pyromant. Da findet man hier zum Beispiel ein normales Rundschild nur. Und das können wir hier ausrüsten. Hier haben wir nämlich unser Menü. Mit Start rufen wir das auf. Und da können wir erstmal unsere gesamten Gegenstände anzeigen lassen. Hier haben wir noch einen schwarzen Lebenskristall. Lebenskristall. Lebewohlkristall. Das habe ich noch nie benutzt. Das Finsterzeichen bisher auch noch nie. Ist wahrscheinlich. Keine Ahnung. Also, ich habe es bisher noch nicht gebraucht in meinen anderen Spielständen. Und ich habe schon 4 Stunden Spielzeit. Keine Ahnung. Ist wahrscheinlich übelst episch und ja. Gut, dann haben wir hier den Generalschlüssel. Das ist unser, ja, Allround-Item, würde ich sagen, das uns auf jeden Fall noch viel helfen wird, denn das öffnet einfach jedes Schloss, wie schon da steht, ne? Gut, den Kerkerschlüssel brauchen wir dann ja eigentlich gar nicht, oder? Wenn wir Generalschlüssel haben? Ist eine Überlegung wert. Ja, dann hätten wir nun einen abgenutzten Schwertgriff oder abgebrochen irgendwie, soweit, keine Ahnung. Und das Dreiecksschild, das rüsten wir gleich aus. Hier drüben bei. Das ist für Pfeil und Bogen und sowas. Also die Munition für Pfeil und Bogen, da haben wir noch nichts.
Hier drüben ist unsere Rüstung, Standardhelm, robuste Lederrüstung, robuste Lederstulpen, harte Lederstiefel. Und hier drüben ist noch Platz für Ringe und so Talisman-Zeugs. So, dann rüsten wir uns erstmal das Schwert aus, Dreiecksschild. By the way, man kann auch im Menü laufen, das geht auch, ja, guck mal hier, das geht ganz schön. Nee, das wollte ich aber eigentlich nicht zeigen, man kann hier noch Status umschalten. Das sieht man hier drüben nämlich, unsere Werte. 500 TP und so weiter. Das ist alles ziemlich komplex. Das jetzt am Stück zu erklären würde, denke ich mal, so circa 2 Folgen füllen. Deswegen würde ich sagen, würde ich jetzt erst einfach mal zocken und euch ein bisschen Gameplay zeigen. Mit LB können wir blocken. Und wir rennen einfach mal hinter dem Typen her, denn der wird jetzt abgeschnetzelt. Wir schnappen uns mal hier noch das Langschwert. Rüsten das auch, upsala, rüsten das auch noch schnell aus. Und ja, machen den mal platt. Ganz einfach. So, schön das Schild nutzen. Ihr seht, wenn wir was ablocken, schaut mal oben auf die Ausdauerleiste. Ein bisschen Ausdauer wird dann wieder abgezogen. Verpisst er sich jetzt? Nee. Also schön anvisieren und dann mit RB ganz einfach schlitzen. Jetzt hat man natürlich den Damage nicht so gut gesehen, weil der steht. Stand halt im Kacknebel. Gut. Nebel durchschreiten. Alles klar. Jetzt sind wir in einem anderen Abschnitt gelandet. Diese Messages hier, by the way, das wollte ich doch vorhin erklären, das habe ich vergessen. Sind entweder Spielhinweise oder Hinweise von Spielern, die online diese Message verfasst haben und an diesen Ort gepinnt haben, sage ich mal. Weil man kann das Spiel Online-Modus halt spielen und in die Welt des anderen halt eindringen mit einer ganz bestimmten Methode, die ich auch später erklären werde. Ja, ich rede schon wieder viel zu viel. Und ja, ich sollte einfach zocken. Einfach zocken und euch Gameplay zeigen. So, hier hoch komme ich, glaube ich, nicht. Da kommen wir nicht hin, ne. Habe ich auch schon öfters probiert, da hinzukommen. Hier ist eine Sackgasse. Uncool. Sackgassen sind nur nicht schön. Nicht schön. So, da können wir her. Also müssen wir hier lang. Und, yep, ich kenne die Stelle schon. Hier kommt eine nette, schöne Stahlkugel runtergerollt. Von dem Spacko da oben. Den wir jetzt erstmal ausschalten, weil. Weil und so, ne? So, ihr seht, Damage wird auch angezeigt am Gegner. So, okay. Genau, hier müssen wir hin. Hier liegt ein Soldat und ich glaube, ich zock gerade im Offline-Modus, weil sonst würden hier überall solche Messages sein. Okay, ist auch nicht schlimm. Kann man ja später noch einstellen. Okay. Ja, okay. Ja, wir erhalten das Esus-Flakon. Flakon. Ich bin noch nie gut in Französisch gewesen. Und den Schlüssel Untoten Asyl Ost. What the fuck? Schlüssel Untoten Asyl Ost. Ja, okay. Ja, wir haben jetzt das Estus-Flakon erhalten. Das ist unsere Lebensquelle, würde ich schon mal so sagen, denn das heilt uns.
Können wir mit X einsetzen, werde ich jetzt nicht machen. Wir können nämlich hier mit, by the way, mit Steuerkreuz auswählen, was wir ausgerüstet haben. Wir haben, by the way, hier im Ausrüstungsmenü hier erstmal zwei Slots. Ich weiß nicht, ob man das später noch erweitern kann. Das kann ich noch nicht sagen. Wie schon gesagt, erst 4 Stunden gespielt. Aber wir könnten theoretisch hier noch eine zweite Waffe hinlegen und die dann per ja, Auswahl mit Steuerkreuz halt hier austauschen. Ist eigentlich ganz praktisch, muss ich sagen. Und dasselbe ist dann hier unten dann, aber da haben wir halt bisher nur das Esus-Flakon. 5 Stück ist erstmal ganz cool. Wie heilt das nochmal? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Anzeige umschalten. Steht auch nicht da, oder? Ups, Moment, 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 ich wollte was anderes gucken. Nee, steht nicht da. Steht nicht da. Ist auch nicht schlimm. Gut, dann würde ich sagen, geht's hier oben weiter. Denn wir haben jetzt den Schlüssel. Ach ja, und what the fuck? Wieso bekommen wir jetzt erst die Seelen? Na gut. Nachricht lesen. Rechte Waffe in beiden Händen ausrüsten. Das ist auch ganz cool eigentlich. Nee, wir müssen im Online-Modus spielen, weil dadurch sehen wir die Schatten. Na gut. Linker Stick RB Tritt und linker Stick RC Sprungangriff. Ah, das kann ich bis jetzt selber noch nicht so gut. Ich probier's mal. Genau, man muss das wirklich gleichzeitig drücken. Und dasselbe dann so, dann macht man einen schönen Sprungangriff. Aber man sieht auch, das verbraucht ganz schön viel Ausdauer. Und der Schlock greift uns hier an. Kriegt erstmal derbst auf das hier Sicht, ne? So, und immer schön blocken. Das ist ganz wichtig in dem Game. Ein Fehler und ja, man kann schon damit rechnen, dass man eine ganze Ecke neu spielen muss. Denn das Spiel verzeiht nie. Niemals. Wenn du einen Fehler machst, dann musst du ihn auch bereuen. Und so. Genau, kritischer Angriff. Können wir ja mal probieren, ob man das jetzt hinbekommen. LT parieren. So, nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich möchte jetzt eigentlich mal kritischen Angriff. Nein! Ich will einen kritischen Angriff. Kritischen Angriff. Komm schon! Ich will einen kritischen Angriff. Ich will jetzt einen kritischen Angriff. Komm! Geh von der Wand weg, du Spast. Komm her. Komm, komm, komm. Los! Wofür habe ich dich eingestellt? Ich bezahle hartes Geld an dich und du enttäuschst die Zuschauer. Bleib da stehen und jetzt! Nein. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nee. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Da wird so eine Art Sequenz gezeigt, wie in Skyrim. So ein Finishing Move. Sieht ganz cool aus, aber hat gerade nicht funktioniert. Ist auch nicht weiter schlimm. So, gehen wir durch den Nebel. Und da ist der nette, süße Asyldämon. Wir machen einfach mal das hier. Einen netten Sprungangriff. Und zwar, wenn wir einfach runterlaufen und gleichzeitig RB gedrückt halten. Autsch, das hat weh. Das hat echt weh. Renn, 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 renn. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Steh halt auf. Du Schlocktopus. So, ich trinke mal jetzt einen Flakon. Das, ja, ist ganz cool. Von dem kann ich, glaube ich, gar kein. Doch, kann ich. Nein, was mache ich? Verdrückt. Hab mich verdrückt, hab mich verdrückt. Mein Fehler, mein Fehler. Mein Fehler! Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja okay. Gut, okay. Ich nehme nochmal ein nächstes Flakon, warum nicht? So. Sorry, ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren, weil man sollte in diesem Spiel auf jeden Fall jeden Gegner ernst nehmen. Jeden. Jeden fucking Gegner ernst nehmen. Merkt euch das. Egal wie klein und unscheinbar er aussehen mag. In dem Fall ist es jetzt ein schlechtes Beispiel natürlich. Hier, du fetter Sack, du Spast! Geh weg. Gut, damit haben wir den ersten Boss geklatscht. Schlüssel des großen Pilgers. By the way, nicht wundern, ich bin
beim ersten Mal, als ich den gesehen habe, direkt auf ihn losgerannt, also nicht in das Tor rein. Das